Vielerorts verhasst oder versklavt von größeren Kreaturen, findet man einen Großteil dieses Volkes in den Welten von D&D. Doch man sollte sie nicht unterschätzen, denn sie sind außerdem loyal zu ihrem Stamm, geschickt mit ihren Händen und eine Gruppe von ihnen hat schon den ein oder anderen mächtigen Feind besiegt. Kobolde. Sie selbst glauben daran, dass Tiamat sie erschaffen hat, was ihr drachenartiges Erscheinungsbild noch stützen würde. Sie verehren Drachen als Götter und zählen zu ihren energischsten Untergebenen. Kobolde würden jedem Befehl, den ein älterer Drache ihnen gibt, nach besten Kräften ausführen. Wenn es dazu kommen sollte, dass ein Kobold sich in einer Abenteurergruppe wiederfindet und mit dieser loszieht, solltet ihr Folgendes im Hinterkopf behalten. Kobolde wissen um ihre Schwäche in der gefährlichen Welt, in der sie sich befinden. Sie würden sich in den meisten Fällen nicht in einen Kampf gegen einen übermächtigen Gegner werfen. In solchen Fällen würden sie sich eher zurückhalten oder sogar fliehen. Aber letztlich bleibt es natürlich euch überlassen, wie und was für einen Kobold ihr spielen wollt. Wenn ihr euch dazu entscheidet, einen Abenteurer dieser Rasse zu spielen, bekommt ihr folgende Eigenschaften. Euer Dexterity-Wert erhöht sich um 2, euer Stärkewert wird allerdings um 2 reduziert. Kobolde gelten im Alter von 6 Jahren als ausgewachsen und können bis zu 120 Jahre alt werden. Sie werden im Durchschnitt zwischen 60 und 90 cm groß und gelten als small. Ihr Speed beträgt 30 Feet. Sie verfügen außerdem über eine Dark Vision von 60 Feet. Als Kobold bekommt ihr die Fähigkeit, eure Aktion zu nutzen, um Gegner in eurer Nähe abzulenken. Dadurch erhalten eure Verbündeten bis zum Ende eurer nächsten Runde Advantage auf Attacken gegen Gegner, die sich innerhalb von 10 Feet von euch befinden und euch sehen können. Einmal eingesetzt, kann diese Fähigkeit nicht mehr genutzt werden, bis ihr eine kurze oder lange Rast eingelegt habt. Das Feature Pack Tactics gibt euch Advantage auf Attacken gegen Gegner in dessen Nähe von 5 Feet mindestens ein nicht incapacitateter Verbündeter ist. Die Kobolde sind direktes Sonnenlicht nicht gewöhnt, weshalb sie Disadvantage auf Attacken oder Wisdom Perception Checks haben, dessen Ziel sich im direkten Sonnenlicht befindet. Zu guter Letzt könnt ihr als Kobold kommen und Draconic lesen, schreiben und sprechen. Und das sind die Dinge, an denen ihr euch richten könnt, wenn ihr einen Abenteurer dieser Rasse spielen wollt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.